Wir Menschen sind manchmal seltsam. Da wünschen wir uns ewig eine Beziehung und malen uns aus, wie schön dann alles wäre. Doch stecken wir mittendrin, machen wir einen dummen Fehler nach dem anderen. Viele davon sind unbewusste Gewohnheiten oder versteckte Verhaltensmuster. Einige dieser Verhaltensweisen, die deiner Beziehung ernsthaft schaden können, stellen wir dir in unserem heutigen Video vor. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Den Fokus auf dem Negativen haben. Manchmal fällt es dir vielleicht gar nicht auf, wie sehr du auf negativ programmiert bist. Das ist in unserer Kultur leider oft schon normal und passiert unbewusst. In unserem Inneren tragen wir einen permanenten Nörgler. Ist kein Partner da, nörgeln wir an uns selbst herum. Tritt dann der Traummann oder die Traumfrau ins Leben, beginnt dieser innere Nörgler akribisch nach den Fehlern beim anderen zu suchen. Die Wahrnehmung auf das Gute und Bereichernde umzustellen, kann man lernen. Alle Menschen haben Macken und Fehler. Doch sie müssen nicht zum alles bestimmenden Faktor in einer Beziehung werden. Das Gegenmittel heißt Dankbarkeit. Überlege dir jeden Tag, wofür du in deiner Beziehung dankbar bist. Nummer 2. Den Partner als selbstverständlich sehen. Dieser Fehler schleicht sich besonders gerne in lang bestehenden Partnerschaften ein. Man gewöhnt sich aneinander und geht davon aus, der andere sei immer da. Doch dem ist nicht so. Auch hier helfen Dankbarkeit und Achtsamkeit. Niemals zu vergessen, dass Partnerschaft und zwischenmenschliche Liebe ein Geschenk und kein Recht sind. Nummer 3. Den Partner ins Zentrum des eigenen Lebens stellen. Besonders Frauen sind oftmals gefährdet, wobei auch sehr sensible und mitfühlende Männer diesen Fehler machen. Dass der Mann im Mittelpunkt steht, steckt uns kulturhistorisch in den Genen. Es führt dazu, dass Frauen abhängig werden können und sich selbst in der Beziehung immer mehr verlieren. Doch das kann in unseren modernen Zeiten nicht mehr gut gehen. Du musst dich von Anfang an um dich selbst kümmern und darauf achten, dass du deine eigenen Werte nicht verlierst. Nummer 4. Vermeidungsverhalten. Probleme zu ignorieren wird sie nicht verschwinden lassen. Tatsächlich werden viele Probleme schlimmer, wenn man sie nicht anspricht. Selbst wenn du mit dem Thematisieren von Problemen schlechte Erfahrungen gemacht hast, bringt es nichts, sie zu verleugnen. Entweder dein Partner ist an der Klärung interessiert oder er ist nicht der richtige Mensch für dich. Hast du grundsätzlich nicht gelernt, deine Probleme und Wünsche auszudrücken, musst du das unbedingt nachholen. Ohne deine selbstbewusste Präsenz wirst du niemals eine ausgewogene Beziehung führen können. Nummer 5. Nicht richtig zuhören. Manchmal denken wir, den anderen in- und auswendig zu kennen. Du meinst zu wissen, was er oder sie gleich sagen wird. Vielleicht lässt du dein Gegenüber gar nicht mehr richtig zu Wort kommen oder hast innerlich abgeschaltet. Kommt es in deiner Beziehung oft zu Missverständnissen, musst du wieder aktiv zuhören. Lausche den Worten deines Partners oder deiner Partnerin, als würdest du sie zum ersten Mal hören. Du wirst staunen, welche neuen Eindrücke dabei auf dich zukommen. Nummer 6. Spielchen spielen. In festgefahrenen Beziehungen beginnen gerne Spiele mit Eifersucht oder versuchen, den anderen zu testen. Das ist im Grunde Manipulation und führt zu nichts weiter als immer noch mehr Problemen. Teste niemals die Loyalität oder Treue deines Partners. Sprich Probleme und Misstrauen an. Ihr könnt nur gemeinsam eine Lösung finden. Nummer 7. Schlecht über den Partner sprechen. Deine Mutter oder deine beste Freundin sind nicht immer die besten Ansprechpartner, wenn es um Probleme mit deinem Partner geht. Natürlich kannst du dir mal einen Rat holen, wenn du unsicher bist. Es kann zu einer üblen Gewohnheit werden, Frust bei Dritten abzuladen und dann nicht mehr aktiv an den eigenen Problemen zu arbeiten. Der Ansprechpartner Nummer 1 muss weiter dein Partner bleiben. Nummer 8. Immer nachgeben und Ja sagen.
Es ist eine weitere Vermeidungsstrategie, dem anderen immer nach dem Mund zu reden oder in Konflikten grundsätzlich nachzugeben. So kann eine unausgewogene Beziehung noch eine Weile weiter funktionieren. Trotzdem sammeln sich Frust und Spannungen an. Irgendwann werden die sich in einem Streit entladen wollen oder deine Psyche leidet still. Lerne, deine Gefühle und deine Position auf konstruktive Weise auszudrücken. Dann wirst du von deinem Partner in der Regel auch positives Feedback bekommen. Nummer 9. Passive Aggressivität ausüben. Im Englischen nennt man diese Strategie Silent Treatment, also die schweigende Behandlung. Das ist eine passiv-aggressive Taktik, die der Beziehung sehr schadet. Entweder hast du dann schon so dicht gemacht, dass du dich nur noch schweigend durchsetzen kannst, oder es gehört zu deinem in der Kindheit erlernten Verhaltensrepertoire. Passive Aggressivität ist immer ein Zeichen für Machtlosigkeit und verdrängten Schmerz. Hier musst du unbedingt an dir arbeiten, gegebenenfalls auch mit professioneller Unterstützung wie einem Therapeuten oder Persönlichkeitscoach. Nummer 10. Necken und Reizen als scheinbares Spiel. Neckisch und reizend sind nicht umsonst Wörter, die mit Erotik und Liebe in Verbindung gebracht werden. Doch es gibt bei beidem eine ungute Grenze. Werden Neckereien zu spöttischen Bemerkungen und Reizungen zu einem Dauerzustand, um dem anderen Emotionen zu entlocken, stimmt definitiv etwas nicht mit eurer Beziehung. Beides kann ein Vermeidungsverhalten sein und schafft auf die Dauer viel Groll und Bitterkeit. Nummer 11. Familie und Freunde vernachlässigen. Es ist ein typischer Fehler in der Phase der ersten heftigen Verliebtheit. Plötzlich vernachlässigst du Freunde und Familie. Dasselbe kann passieren, wenn du in einer schwierigen Partnerschaft steckst, die dir Kraft raubt, statt dir Kraft zu geben. Dann ziehst du dich vielleicht von deinem sonstigen sozialen Umfeld zurück. Zeit mit anderen Menschen als dem Partner oder der Partnerin zu verbringen, gehört zu einem ausgeglichenen Dasein dazu. Nummer 12. Mit dem Partner konkurrieren. Das ist ein recht weit verbreitetes Übel, von dem viele Partner nichts ahnen. Konkurrenz oder der Streit ums Recht haben sind in unserer Kultur so weit verbreitet, dass es uns normal oder sogar gut erscheint. Dennoch sind beide Aspekte das genaue Gegenteil wahrer Liebe und Partnerschaft. Nummer 13. Probleme in der Öffentlichkeit austragen. Es kann schon einmal vorkommen, dass eine Situation in der Öffentlichkeit eskaliert. Doch selbst wenn die Wut in dir hochkocht oder es zu einem akuten Streit gekommen ist, solltet ihr Probleme nie direkt vor anderen oder gar vor Freunden und Familie austragen. Der Wutanfall im Restaurant, das Anschreien auf dem Bürgersteig oder das offensichtliche Anschweigen des Partners auf der Party schadet deiner Beziehung. Manchmal muss es euch zuliebe sein, die Fassung zu behalten und die Auseinandersetzung auf zu Hause zu verschieben. Nummer 14. Das Erzählen von Notlügen. Eine der schlimmsten Beziehungsgewohnheiten ist das Lügen. Selbst kleinste Notlügen können deine Beziehung ernsthaft schädigen. Egal, ob du nicht ehrlich sagen möchtest, was dein neues Kleid gekostet hat oder worüber du am Telefon mit deiner Freundin gesprochen hast. Kannst du nicht ehrlich sein und die Wahrheit sagen, stimmt etwas in deiner Beziehung nicht. Entweder ist dein Partner überkritisch oder du traust dich nicht, zu dir zu stehen. Unser heutiges Fazit. Kannst du dich oder deinen Partner in dem ein oder anderen Punkt wiedererkennen? Das ist erst einmal nicht schlimm. Wichtig ist, dass du dich aktiv mit dir und deinem Wirken in der Welt beschäftigst. Schon die Bewusstheit über diese Punkte und Fehler wird dir dabei helfen, dein Verhaltensrepertoire zu ändern und bessere Beziehungen zu führen. Wir wünschen dir dabei viel Erfolg. Das war's für heute. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf WhatsApp oder Facebook. Vielen Dank fürs Zusehen.